Schönen guten Tag, mein Name ist Jan Heider von CapTrader und ich darf Sie ganz herzlich zu diesem Kurzvideo begrüßen. Unser Thema wird heute das Smart Routing sein. Das heißt, ich werde zu Beginn des Videos auch direkt das Smart Routing anhand eines Beispiels erklären. Dafür rufe ich mir sehr gerne die SAP-Aktie einmal mit dem Smart Routing in die Watchliste auf. Und gerne auch einmal mit dem Routing Directed. Und zwar haben Sie durch das Smart Routing sehr viele Vorteile. Das heißt, das System findet unter allen verfügbaren Börsen, die also hier aufgelistet sind für die SAP, den besten Preis. Dabei ist es so, dass eben die Preise verglichen werden, nicht allerdings die spezifischen Börsengebühren, wie es zum Beispiel bei der Frankfurter Wertpapierbörse eine Spezialistengebühr gibt. Diese wird nicht berücksichtigt im Smart-System. Dafür ist es allerdings so, dass eben jede Order, auch wenn sie eine Kombination zum Beispiel aufgeben, im Smart-System einzeln bewertet wird, sodass eben auch jede Order die Chance hat, den besten Ausführungskurs zu bekommen. Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie eben dieses Smart Routing auch außerhalb der regulären Handelszeiten nutzen können, da eben 8 Dark Pools in das Smart System eingespeist wurden, sodass Sie auch außerhalb der regulären Handelszeiten den besten Preis erhalten. Gut, dann gehen wir doch einmal die verschiedenen Börsenplätze für die SAP SE durch. Das wäre hier einmal die BATS-Börse, dann die JAX, die Elektronische Börse Schweiz, die Frankfurter Wertpapierbörse, die Xetra, Stuttgarter Wertpapierbörse, die Tradegate, Turquoise und auch die Vienna Stock Exchange. So, all diese Börsen befinden sich, wie Sie hier sehen können, im Smart Routing System. Das heißt, mit dieser Zeile SAP Smart geroutet wird nach dem besten Preis gesucht. So, indem ich hier einen Rechtsklick vornehme und den Punkt kaufen wähle, erscheint das Order-Ticket, wo ich dann zum Beispiel mal die Menge von 10 Stück eingeben kann, von Limit auf Market umstellen kann. Das Routing-Ziel lassen wir wie hier auf Smart. Das Ganze lässt sich nachfolgend allerdings auch noch ändern. Und die Gültigkeitsdauer stellen wir einmal auf Day. Nachdem wir hier den Punkt Annehmen geklickt haben, erscheinen diese Informationen noch einmal in einer separaten Zeile. Das bedeutet, wir wollen hier SAP handeln. Wir wollen die Aktie kaufen. 10 Stück mit Tagesgültigkeit, Market und über Smart geroutet. Wenn wir auf Übermitteln gehen, dann sehen Sie hier eben die verschiedenen Punkte, wie zum Beispiel, welcher Betrag gehandelt wird, wie hoch die Provision ist und welches Volumen insgesamt bewegt wird. Außerdem ist hier unter dem Punkt Ersteinschussveränderung die Margin zu sehen, die Sie benötigen, um die Position zu eröffnen und die Margin, die Sie benötigen, um die Position zu halten. Gut. Dann können wir nach diesen Schritten einmal gerne auf den Punkt Überschreiben, Übermitteln gehen. Und da sehen wir im Handelsprotokoll, dass es eine direkte Ausführung gegeben hat. Und zwar war der billigste Preis hier an der Börse Tradegate zu erhalten mit einem Kurs von 160. Genau. Und da haben wir jetzt also die 10 SAP-Aktien über die Tradegate erwerben können. So, nachdem diese Order also ausgeführt wurde, komme ich nochmal ganz kurz auf die wichtigsten Vorteile des Smart Routing Systems zu sprechen. Und zwar haben Sie durch das Smart Routing System eben die Möglichkeit, ja, alle Börsen direkt auszuwählen und den besten Kurs unter allen verfügbaren Börsen für Ihre Order zu erhalten. Genauso besteht im System
natürlich auch die Möglichkeit, dass sie direkt an eine gewünschte Börse routen. Genau. Dann hatte ich eingangs des Videos ja auch schon gesagt, dass eben diese Smart-Funktion auch außerhalb der regulären Handelszeiten möglich ist, sodass sie eben zu jeder Zeit den besten Ausführungskurs aller verfügbaren Börsen erhalten können. Vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit.